Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Videofreunde, geschätzte Eltern und natürlich alle Kaiju- oder eben Monster-Fans da draußen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Daddy Kino hier bei Fred Carpet. Denn es war endlich soweit. Mein Sohn hat mich wirklich lange, lange bearbeitet und beackert. Und dann konnte ich halt einfach nicht mehr anders, als ihm Godzilla vs. Kong zu zeigen. Der kam jetzt gerade auf Blu-ray raus, beziehungsweise ist dann auch schon über diverse Streaming-Dienste erhältlich. Und ja, er hat wirklich lange gefragt und schon fast gebettelt, beziehungsweise hat immer wieder gesagt, Papa, können wir bitte Godzilla vs. Kong schauen? Oder wann können wir bitte Godzilla vs. Kong schauen? Wir waren unter anderem in einem Familienurlaub auf Usedom. Und auf dem Weg zum Strand, da mussten wir so eine lange Straße entlang laufen, wo erstmal eine ganze Zeit lang nichts kam. Und dann irgendwann kamen so ein paar Restaurants kurz vorm Strand. Und dann hing da auch, beziehungsweise war da auch so ein Schaukasten oder so ein Reklamekasten von dem örtlichen Kino. Und da hing dann auch ein Godzilla vs. Kong Plakat in diesem Schaukasten. Und egal, immer wenn wir an jeder Litfaßsäule, keine Ahnung, jede Werbung irgendwo im Fernsehen oder ja, keine Ahnung, bei Sky zum Beispiel auch, oder keine Ahnung, jeder Artikel oder jede Reklame, also beziehungsweise jede Anzeige in irgendwelchen Heften, die ich mal gelesen habe oder die irgendwie bei uns zu Hause rumliegen, immer wenn da irgendwie Godzilla vs. Kong zu sehen war, gab es die Frage, Papa, wann darf ich Godzilla vs. Kong gucken? Und ja, mir ist bewusst, dass das pädagogisch angreifbar ist, beziehungsweise wahrscheinlich nicht das Wertvollste war. Wir haben uns jetzt aber doch schon über eine Menge Filme rangetastet an jetzt genau solche Themen. Wenn jetzt ein kleiner Junge da sitzt und etwas sehen möchte, von dem er sogar weiß, dass das nicht wirklich seinem Alter entsprechend ist, aber es so eine große Faszination ausstrahlt, dass er ja seinen Vater oder ihn seine Eltern permanent danach fragt oder halt darum bittet, diesen Film zu schauen. Ich kenne das von mir selbst. Ich weiß, wie ich früher war. Ich habe früher auch meine Eltern, sobald mich irgendwas im Kino interessiert hat, können wir das bitte gucken? Kann ich da bitte reingehen? Können wir zusammen? Ich meine, ich habe meinen Vater auch Ewigkeiten lang bearbeitet, dass wir zusammen in Indiana Jones gehen, in den dritten. So, und ja, also an all das habe ich mich natürlich erinnert, beziehungsweise das konnte ich dann doch wieder abrufen und habe dann natürlich auch die Faszination meines Sohnes verstanden. Ich meine, ich habe sie ja selbst genährt. Ich war ja mit dafür verantwortlich, dass er halt, sage ich mal, mit Godzilla in Berührung kommt und dass er auch schon so ein paar kleine Clips gesehen hat von Godzilla, also immer welche Ausschnitte. Ich habe da auf YouTube ihm mal so ein bisschen was gezeigt, wie die früher aussahen, wie sie jetzt aussehen. Und er ist ja nun mal halt ein großer Fan davon, von digitalen Kreaturen, die aussehen, als wären sie echt, beziehungsweise bei denen man sich so viel Mühe gegeben hat, dass er denkt, man hätte da so ein wirklich, ja, so ein Vieh ins Studio geholt und hätte mit dem gedreht. Das findet er gut. Also je realistischer und detailgenauer oder detaillierter eben diese Viecher aussehen, umso besser findet er es. Man muss dazu sagen, er ist ein großer Freund von Monstern. Es gibt so eine Spielzeugreihe von Schleich, glaube schon, die heißen so, Eldrador, da geht es nur um Monster. Da gibt es drei verschiedene oder vier verschiedene Parteien oder Fraktionen oder Welten, Dschungelwelt, Felswelt, Eiswelt, Lavawelt und in jeder Lava oder in jeder Welt gibt es verschiedene Monsterklassen oder Monsterarten. Die einen halt mit Feuer, die anderen machen es mit Gift, die anderen beherrschen wiederum das Eis und so und die alle prügeln sich um ein goldenes Schwert. Naja, egal, auch nicht wirklich das beste Spielzeug, muss ich jetzt mal so sagen. Aber gut, wo die Interessen hinfallen. Aber er ist schon irgendwie so ein bisschen monsteraffin, das merke ich auch an den Kinderbüchern, denen, also die dem so gefallen. Von, ja, keine Ahnung, nee, das zähle ich jetzt nicht alles auf, das ist zu viel. Auf jeden Fall, Monster sind sein Thema und dementsprechend war der halt wirklich on fire bezüglich Godzilla vs. Kong. Und da ich diesen Film halt, wie gesagt, oder beziehungsweise da ich diesen Film schon mindestens dreimal vorher im Kino gesehen hatte, bevor wir uns dann hingesetzt haben, um Godzilla vs. Kong zu gucken, der jetzt seit kurzem auf Blu-ray dann draußen ist oder über Sky diverse Male angepriesen worden ist. Ich hoffe, ich habe das nicht schon mal gesagt. Auf jeden Fall, ja. Es war einfach an der Zeit, ich war mir bewusst, okay, ich versuche jetzt hier mal so ein bisschen diese
ja, schon auch angreifbare Harry Potter-Regel irgendwie auszureizen, indem ich halt meinem Sohn einen Film zeige, der nicht für sein Alter freigegeben ist, bei dem ich halt dabei sitze. Ich habe ihn darauf eingestellt, dass es da gewisse Szenen geben wird, bei denen ich ihm die Augen zuhalten werde. Ich meine, ich habe den Film wirklich jetzt schon gut Intus gehabt, um genau abzuschätzen, wann irgendwas kommt, was vielleicht zu hart für ihn sein könnte. Darauf werde ich natürlich dann auch im weiteren Verlauf dieser kleinen Erzählung hier eingehen. Ich habe dann nebenbei, weil ich den Film jetzt halt auch schon wirklich gut kannte, habe ich dann auch diesmal etwas mehr oder direkter Protokoll führen können, was mich dazu geführt hat oder was dazu geführt hat, dass ich doch einige O-Töne besser nochmal einfangen konnte oder direkt niederschreiben konnte. Und ja, nochmal oder vielleicht hier nochmal so als kleiner Disclaimer. Mir ist bewusst, dass das jetzt wirklich ein Film ist, der vielleicht ein wenig zu heftig für meinen Sohn sein könnte. Oder mir war bewusst, dass das zu heftig sein könnte. Ich habe jetzt aber auch wirklich deutlich mehr Zeit mit meinem Sohn verbracht, um halt gewisse Filme mit ihm zu gucken und mit ihm darüber zu reden und sich damit auseinanderzusetzen und ihn darauf vorzubereiten und so weiter. Das kann nicht jeder. Und nicht jedes Kind ist gleich. Nicht jedes Kind kann jeden Film gleich gut ab. Ich finde aber schon, und das habe ich so an meiner eigenen, sage ich mal, Jugend gemerkt, man kann Kindern schon auch mal hier und da etwas mehr zumuten, um sie vielleicht dann in gewissen Punkten auch etwas abzuhärten, wenn man sich denn richtig mit ihnen darüber auseinandersetzt. Ja, ich sage nicht, dass das jetzt hier empfehlenswert ist oder ich rate niemandem dazu, mit seinem etwas viel zu jungen Kind oder mit seinem deutlich jüngeren Kind als 12 diesen Film zu schauen. Ich bin das Risiko eingegangen, bewusst, und ja, möchte trotzdem jetzt nicht irgendwie mich hinstellen und sagen, oh, kann ich jedem empfehlen. Das kann ich wirklich nur Leuten empfehlen, die sich ebenfalls, sage ich mal, sorgfältig mit der medialen Erziehung seiner Kinder oder ja doch der Kinder auseinandersetzt oder der halt sein Kind wirklich gut darauf vorbereitet oder der halt schon gemerkt hat, dass sein Kind deutlich mehr ab kann. Wenn man weiß, schwierig, bitte, lass es bleiben. Versucht es ganz langsam daran heranzuführen, irgendwann wird es schon gehen, wenn man denn überhaupt Interesse daran hat, dass sein Kind so viel fernsieht. Steht auch nochmal auf einem anderen Blatt. Also, mir ist das alles bewusst. Das sind, wie gesagt, persönliche Entscheidungen. Aber die treffe ich halt eben auch eben aus persönlicher Erfahrung. So, aber bevor ich jetzt gleich ans Protokoll gehe, noch zwei kurze Dinge. Zum einen werde ich den Filmtitel Godzilla vs. Kong jetzt mal mit GVK abkürzen. Das geht mir etwas leichter von den Lippen bzw. schneller. Und darüber hinaus werde ich noch mal kurz eine kleine Inhaltsangabe preisgeben für diejenigen, die wirklich so gar keine Ahnung haben, aber auch wirklich kein großes Interesse daran hegen, ja, sich anzuschauen, wie sich ein riesengroßer Affe und eine riesengroße Echse gegenseitig in die riesengroßen Mäuler hauen. Denn darum geht's in diesem Film. Ja, es geht um eigentlich nicht mehr. Dieser Film hat eigentlich kein anderes Ziel, als dass diese beiden Giganten aufeinandertreffen und halt eben die Vorherrschaft unter sich ausboxen. Darüber hinaus geht es aber halt noch um allerlei menschlichen Krempel und Gedöns. Denn zum einen stellt man fest, Kong, den Riesenaffen, den man halt in einem Habitat ja, gefangen hält, beziehungsweise halt einfach der in einer Art Reservat auf Skull Island sein Dasein fristet, man merkt oder man stellt fest, dass Kong so langsam, ja, flügge wird. Also er möchte aus dem Nest raus. Er fühlt sich unwohl in seinem doch sehr großen Käfig und verspürt einen gewissen Freiheitsdrang. Das wissen die Wissenschaftler, die ihn beobachten. Und sie versuchen halt das Ganze so, ja, möglichst klein und gering zu halten, wie es geht. Unter anderem mit Hilfe eines kleinen Mädchens, die etwas beruhigend auf Kong wirkt, beziehungsweise eine Art Verbindung mit dem Riesenaffen eingegangen ist. Jetzt kommt es aber dazu, dass Godzilla plötzlich wieder auftaucht und vor allem ja, Fabriken und Einrichtungen der Firma Apex Cybernetics angreift. Unter anderem eine, jetzt gerade frisch, eine riesengroße Anlage, in der auch ein Podcaster arbeitet, der schon seit längerem gewisse Verschwörungen hinter Apex vermutet. Und sein Job dort bei Apex als Programmierer, Techniker, irgendwie, weiß nicht, Cable Guy, nutzt, um halt Informationen aus der Firma rauszuschleusen. Und der ist gerade dabei, wieder ein paar wichtige Daten zu sammeln, als eben Godzilla angreift und diese Fabrik verwüstet. Woraufhin
der Chef, ein Mann namens Simmons, gezwungen ist, neue Mittel und Wege zu finden, um eben gegen Godzilla vorzugehen. Dafür braucht er eine neue Energiequelle. Und jetzt kommt's. Diese Energiequelle, die vermutet er im Inneren unseres Planeten, innerhalb des Planeten Erde, in einer sogenannten Hohlerde. Und er vermutet ebenfalls, dass Kong und Godzilla eben aus dieser Hohlerde stammen. Ja, also, dass die ursprünglich mal da unten gelebt haben. Oder da in diesem Kern. Und weil es gewisse Überlegungen gewisser Wissenschaftler gibt, dass eben Kong ja den Weg zurück in seine Heimat sucht und eben halt auch anweisen könnte, versuchen Apex Cybernetics und Monarch jetzt zusammenzuarbeiten und Kong in die Hohlerde zu bringen, um eben ja rauszufinden, woher Kong kommt, um Kong eventuell eine neue Heimat zu geben und eben um an diese Energiequelle zu kommen. Denn mit dieser Energiequelle haben sie noch einiges vor. Das war jetzt ungefähr die spoilerfreie Inhaltsangabe zu GVK. Wer jetzt weiterhört, kriegt Spoiler mit. Der kriegt die gesamte Handlung ausgebreitet und ist hiermit vorgewarnt. Aber ich füge noch kurz hinzu, es ist eigentlich vollkommen egal, ob ihr diese ganze Handlung kennt, denn sie spielt wirklich keine besonders große Rolle. So, bevor ich jetzt endgültig ins Protokoll einsteige, muss ich trotzdem vielleicht noch mal so ein paar kurze Einordnungen hinterher schieben. Zum Beispiel, wie ich den Film eigentlich finde. Das habe ich, glaube ich, noch nie so richtig groß erörtert. Ich habe damals bei Twitter, nachdem ich den Film zum ersten Mal gesehen hatte, nachdem ich den Film zum zweiten Mal gesehen hatte, habe ich geschrieben, Godzilla vs. Kong liefert ab, was er muss und all das, was er soll. Gemacht für die große Leinwand gibt's hinreißend campy mit gutem Flow und eben groß aufs Monstermaul. Und wer mich, jemand, der ewige Godzilla-Fan ist, sogar mit einem Lächeln für Kong entlässt, hat einiges richtig gemacht. Und ja, ich bleibe bei der Meinung, das ist nicht der beste Film. Ich kann es direkt mal abhaken. Wer hier auf sinnvolle Dialoge aus ist, aus plausible Zusammenhänge, aus einer vernünftig aufgebauten Handlung, aus, weiß ich nicht, physikalisch korrekten Gesetzen, der ist hier fehl am Platz. Ganz einfach. Das ist hier Eskapismus in Reinform und spricht wahrscheinlich eher eine männliche Zielgruppe an als eine weibliche Zielgruppe. Das ist mir alles bewusst. Ja, ich muss auch sagen, ich habe den Film jetzt dreimal auf Englisch geguckt und dann mit meinem Sohn zum ersten Mal natürlich auf Deutsch. Und boah, die Dialoge, die sind schon noch um einiges härter zu ertragen, jetzt so, nachdem ich den auch schon viermal gesehen habe, auf Deutsch als auf Englisch. Ja, also gerade was Millie Bobby Brown und Brian Tyree Henry von sich geben müssen. Also, nee. Und ich muss auch sagen, die beiden sind für mich so die stärksten Kritikpunkte im Film. Rein darstellerisch und halt auch rein erzählerisch. Ja, also die Geschichte um die drei ist nicht nur hanebüchen, weil sie halt überall reinkommen und rumspazieren, ohne dass sie auch nur ansatzweise entdeckt werden. Oder halt zu Schaden kommen, wenn sie zum Beispiel in der Arena mit so einem Skullcrusher irgendwie umherrennen. Und zum anderen, ja, ist sie halt auch dünn, wirklich von den Dialogen her richtiger Dünnsinn. Richtiger Dünnsinn. Also, ich lasse mir ja viel gefallen, auch gerade in so einem, sag ich mal, campy Blockbuster über zwei Riesenmonster. Aber es gibt gewisse Dialoge oder gewisse Dinge, da kann man auch nicht wirklich drüber hinweghören. So, ja? Da bin ich dann froh, dass irgendwie, keine Ahnung, ein paar Minuten später schon wieder eine andere Szene kommt und dann vielleicht irgendein Darsteller da ist mit bekanntem Namen, der das Ganze halt wieder irgendwie ein bisschen zurückholt. So, ja? Und das muss ich auch sagen. Warum? Ich habe so oft die Frage gehört oder den Vorwurf gehört, warum geben sich diese ganzen namhaften Darsteller dafür her? Ich frage mich halt, warum nicht? Ja, das ist doch eigentlich ist es doch cool. Da sind Leute wie Rebecca Hall, Skarsgård, Damien Bashir und so weiter, die sind da und
dadurch, dass es so bekannte Gesichter sind, wird da halt ja, diese exotische Welt über Riesenmonster halt mehr verankert, weil du kennst diese Gesichter, du hast die Gesichter schon auf, keine Ahnung, in tausend anderen Filmen gesehen, in tausend anderen Rollen. Und mal waren sie Actionhelden, mal waren sie irgendwelche dramatischen Charaktere. Und also ich verstehe, warum die drin sind, und ich finde es eigentlich auch echt immer ganz gut, dass die drin sind, weil viele bringen dann doch den richtigen Elan und das richtige Verständnis für ihre Rolle mit und ja, wissen auch, dass, naja, man das Ganze natürlich schon innerhalb seiner Stimmung oder seines Settings irgendwie ernst nehmen sollte, aber dass man es insgesamt nicht allzu ernst nehmen muss. Ja, also man kann schon Spaß mit der Rolle haben, ohne dass man glaubt, man hätte hier irgendwie gerade was wirklich Wichtiges erreicht. Und das nehme ich da jetzt auch vielen Darstellern ab, auch Aiza González. Ich meine, was hat die für einen Auftritt? Aber sie ist drin, cool, darf ein paar coole One-Liner irgendwie loslassen und natürlich hübsch aussehen und kriegt dann aber auch halt einen sehr, sehr schnellen Abgang. Ja, also warum nicht? Warum nicht? Ich finde es besser als mit, sage ich mal, doch eher unbekannten Nasen, weil dadurch, ja, geht dem Film schon ein gewisser Wert verloren. Also ich finde ja auch, wenn man halt solche Namen da auf der Besetzungsliste hat, dann hat man da ja schon eine gewisse Wertigkeit mit ausgesagt. Ja, die werden ja alle nicht umsonst gearbeitet haben oder weil sie halt so große Kaiju-Fans sind, sondern die kriegen da ja auch schon gutes Geld. Und ja, die haben Bock drauf, die sagen sich, ich bin nicht zu schade dafür, das Geld stimmt. Und ja, tun dann eigentlich genau das, was sie sollen. Ja? Also sie versuchen halt irgendwie eine menschliche Brücke herzustellen. Aber wenn auch dieser Film mir wieder etwas bewiesen hat, dann eben, dass es gar nicht so sehr an menschlichen Brücken bedarf. Oder beziehungsweise, dass man diese menschlichen Brücken wirklich nicht so umfangreich braucht. Ja? Das sind Figuren, die sollen ihre Aufgabe erfüllen, was entdecken, was erforschen, was verhindern, was, ja, keine Ahnung, sterben. Ja, und mehr braucht man da in diesem Falle, meiner Ansicht nach, nicht. Also auch Godzilla vs. Kong ist dann vielleicht zwischendurch nach der ersten Auseinandersetzung und vor der zweiten Auseinandersetzung zwischen den beiden Riesenmonstern, ist er dann ein wenig zu lang gestreckt, was meiner Ansicht nach am deutlichsten anhand eben der Geschichte von Millie Bobby Brown und Brian Tyree Henry wird. Ja. Weil den Handlungsstrang braucht man nicht unbedingt. Oder sie hätten halt irgendwie einfach auch sagen können, komm, wir setzen uns ins Flugzeug, fliegen nach Hongkong und gucken, was passiert. So ungefähr wirkt sich dann letztendlich aus. Und man hat aber stattdessen noch oder obendrauf noch eine Menge blöde Sprüche und altkluge Sprüche gerade von Millie Bobby Brown gehört, die eigentlich keiner braucht. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass ihre Figur, nachdem ich sie eigentlich in King of the Monsters ganz gerne mochte, dass ihre Figur jetzt so auf übercool und immer, ja, immer vorne dabei und immer irgendwie noch, also und nie um einen Spruch verlegen und so. Also fand ich ein bisschen überstrapaziert, ihre Rolle. Ja, und ich hoffe, das färbt sich dann halt nicht auf andere Rollen ab, denn da steht ja noch ein bisschen was an für unsere Stranger Things-Freunde. Ja, so viel dazu. Aber trotzdem, es bleibt eine riesengroße Monsterkallerei, und ich finde, Adam Wingard hat es echt geschafft, auf dem Level richtig gut abzuliefern. Es gibt viele Kämpfe oder es gibt viel Monster-Action oder viele Szenen mit den Monstern. Ja, es ist mehr ein Kong-Film, auch das habe ich hier und da schon mal anklingen lassen. Also der Film fühlt sich mehr insgesamt nach Kong-Film an als nach Godzilla-Film. Aber das finde ich okay, weil Godzilla hatte schon zwei Filme. Und Skull Island ist bisher der einzige Kong-Film, also kann ich Godzilla vs. Kong tatsächlich schon auch ganz problemlos als Kong-Film akzeptieren. Und genau als Kong-Film hat er mir dann doch wirklich ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, denn ich fand es cool, was Adam Wingard hier gemacht hat, wie er es gemacht hat, wie er es gelöst hat. Das war ein guter Kompromiss meiner Ansicht nach, denn ich bin als Godzilla-Fan zufrieden aus dem Kino rausgegangen, weil ich weiß, wer der Herr im Haus ist. Und trotzdem sage ich, ey, Kong, guter Junge, ja, er ist guter Affe. Und auch, ja, wie sie kämpfen, wann sie kämpfen und wie Adam Wingard verstanden hat, was er da machen muss, ja, das fand ich wirklich, wirklich super. Ich habe so ein bisschen Probleme im finalen Kampf, und jetzt sind wir halt schon im Spoilerbereich, ich habe euch gewarnt,
im finalen Kampf mit Mechagodzilla, da hatte ich so ein bisschen Probleme mit der Physik, denn da wurde mir Godzilla dann doch ein Tick zu leicht und zu schnell durch die Luft gewirbelt. Ja, ich weiß, Mechagodzilla ist stark, aber naja, im Vergleich zu den vorangegangenen Kämpfen auf den Schiffen oder eben in Shanghai oder Hongkong, in Hongkong meine ich, ja, die hatten sowohl die richtigere Trägheit, beziehungsweise das richtige oder das etwas bessere Massegefühl. Ja, und dann aber auch eben die entsprechende Wucht dahinter. Wenn Mechagodzilla Godzilla irgendwie da durch die Gegend schmeißt, da fehlt mir so ein bisschen Masse und Gewicht und Wucht. Ja, das ging mir halt einfach ein bisschen zu schnell und das wurde auch ein bisschen zu schnell dann inszeniert. Aber wirklich, wie die Kamera oder wie Wingard dann die Kamera durch die Hochhausschluchten irgendwie fahren lässt, um gewisse Bewegungsabläufe zu verdeutlichen oder halt die Kamera um den Kampf rumschweben lässt, so, da war ich doch sehr erfreut, weil immer wieder imposante Bilder dabei rauskamen, wie halt auch eben eine Menge Krawall, aber halt dann auch das richtige, ja, Kraftgefühl. Also wirklich, dass das halt einfach eine grandiose Masse ist oder eine riesengroße Masse ist, die halt wirklich riesengroße Massen zerstören kann. Ja? Und gerade jetzt im Heimkino mit der entsprechenden Anlage kam das nochmal richtig schön wuchtig rüber, beziehungsweise bassig rüber. Das fand ich schon sehr, sehr gut. Und ja, also ich habe den Film das erste Mal gesehen, das war ganz, ganz kurz vor dieser ersten Öffnung der Kinos. Und da saß ich auch wirklich, glaube ich, wir waren nur zu zweit im Kino. Und direkt, wenn das Logo am Anfang auftaucht oder irgendwie das Logo des Films, ich weiß es nicht mehr genau, dann kommt einmal so ein richtiger Bassschlag. Und ich saß da in dem Kino drin und die Anlage war richtig schön laut aufgedreht. Und boom! Und ich dachte mir so, oh, geil, ich bin zurück. Ja, oder es ist wieder da oder keine Ahnung. Oder ja, so fühlt sich's an. Das war so ein, ja, Befreiungsschlag tatsächlich. Es hat sich so gut angefühlt, wieder vor einer großen Leinwand zu sitzen und dann da so einen Film zu sehen, der eben ja auch dann wirklich verstanden hat, wie er diese Kraft, diese wirklich gigantische Kraft, die er da gleich doppelt auffährt, wie er die schön in Bewegung setzt oder eben schön in Szene setzt. Ja, also muss ich echt sagen, von den amerikanischen Godzilla-Filmen wirklich das beste Verständnis für diese Monster-Kampfdynamik. Also das fand ich, ja, das hat mich einfach umgehauen. Und das hat auch für vieles entschädigt. Denn, und das ist das, was ich meine, er macht all das, was er soll. Ich gehe da rein, weil ich sehen will, wie eine Riesenechse und ein Riesenaffe sich aufs Maul hauen. Und mehr will ich da nicht sehen. Und da weiß ich, ich muss etwas ertragen, was ich nicht unbedingt gebraucht habe oder nicht unbedingt brauche, weil es meistens nie so wirklich, ja, selbst in seinem Universum oder selbst in seiner Stimmung oder selbst für seine Logik nie so wirklich gut auserzählt wird. Aber eben mit der nötigen Gravitas anhand prominenter Namen oder mit der nötigen Wertigkeit anhand prominenter Namen und eben, und das ist halt ein weiterer Punkt, mit jeder Menge Liebe für eben das Umfeld, für das Genre, für eben die Historie, sowohl ja von Godzilla als eben aber auch von King Kong. Und das ist dann wieder so ein entscheidender Punkt. Hier bei Godzilla vs. Kong muss ich sagen, dadurch, dass es eben ein Kong-Film war, wurde für mich ein bisschen zu wenig Godzilla gewürdigt. Da fehlten mir die Bilder, die noch King of the Monsters geliefert hat, die Gänsehautmomente, wenn halt wirklich mal zelebriert wird, dass hier gerade eben der König auftaucht, der König irgendwie eine coole Aktion bringt. Ich verstehe, man wollte so Kong ein bisschen mehr den Hof machen und ein bisschen stärker positionieren oder ein bisschen, weiß ich nicht, prominenter oder beliebter machen. Kann ich verstehen, oder beziehungsweise, naja, wer weiß, ob beliebt oder prominenter, der ist immerhin älter. Nein, aber dass man halt schon irgendwie Kong jetzt zu einem Mitspieler auf Augenhöhe machen wollte. Ja, und deswegen ist es mehr ein Kong oder es ist mehr sein Film. Das ist mir schon klar. Aber trotzdem muss ich sagen,
hätte hier und da auch schon die Möglichkeit gegeben, trotzdem Godzilla nochmal ja, ein bisschen mehr zu hofieren. Und das ist eben das, was mir an King of the Monsters eben deutlich besser gefällt. Und auch wie King of the Monsters nochmal auf die Historie von Godzilla eingeht. Ja, das hatten wir halt bei King of the Monsters, das müssen wir jetzt nicht unbedingt nochmal bei Godzilla vs. Kong haben. Trotzdem, wie gesagt, war mir der Anteil an Godzilla-Huldigung noch ein wenig zu gering. Deswegen rangiert Godzilla vs. Kong bei mir auch noch ja, nur ein ganz knappes Stück hinter King of the Monsters. Darüber kann man streiten, aber mit King of the Monsters verbinde ich halt einfach zu viele spezielle Erinnerungen. Selbst, ja, das kann ich jetzt auch als Erwachsener sagen. Wie gesagt, da sind die Erinnerungen zu speziell dran, sodass King of the Monsters immer noch einen etwas größeren Platz in meinem Herzen einnehmen wird als Godzilla vs. Kong. Aber Godzilla vs. Kong, wie gesagt, finde ich, ist ein wundervoller Eintrag. Denn, ja, man muss es ja auch mal sagen, man kann ihn ja schon so ein bisschen zweideutiger lesen als nur, okay, da sind zwei riesengroße Franchises, die prügeln sich auf chinesischem Boden um eben ja, die Einnahmen. Also ich finde es schon irgendwie lustig, dass da halt so zwei, also eine japanische Marke und eine amerikanische Marke auf chinesischem Boden irgendwie sich die Gesichter einkloppen, um eben halt, weiß ich nicht, auch eine Menge Dollar in die Kasse zu bringen oder jede andere Währung. Und darüber hinaus aber kann man vielleicht ja auch schon nochmal irgendwann sagen, na, wer weiß. Ne? Also ich meine, der Film geht ja am Ende damit raus, dass er schon wieder den Menschen so irgendwie dastehen lässt als Zuschauer mit jeder Menge Kollateralschaden. Man muss eben abermals akzeptieren, dass man jetzt in einer Welt der Monster lebt. Und um zu überleben, muss man sich an diese Monster anpassen. Man muss lernen zu adaptieren. Man muss lernen, mit ihnen zu leben. Und da finde ich es schon irgendwo legitim, wenn man das jetzt mal irgendwann rückblickend betrachtet, dass man das schon als Verweis, als Spiegelbild, als Metapher eben für die Pandemie sehen kann. Welches Monster haben wir gerade zu bekämpfen? Also, oder was ist sinniger, als die Pandemie als Monster zu bezeichnen? Ist vielleicht nur ein Denkansatz für die eine oder die andere. Und ja, was mir darüber hinaus aber dann noch an GVK echt gefällt, ist die Tatsache, das ist jetzt halt nach die Rückkehr des King Kong von 1962 das erste Aufeinandertreffen. Und in diesem Film verschmelzen so gesehen Historie und moderne Popkultur. Ja, oder wirklich moderne Popkultur. Denn hier kommt halt eben der alte Film nochmal zu neuen Ehren. Aber gleichzeitig ist das halt ja auch schon einfach eine logische Fortführung des von Gareth Edwards begründeten Monsterverse. Oder beziehungsweise des von Gareth Edwards gestarteten Monsterverse. Ja, also es war ja nur logisch, dass nachdem zwei Filme mit Godzilla und einer mit Kong aufgebaut wurden, dass es irgendwann zu diesem Clash kommen muss. Und dieser Clash referenziert halt zu einem Film, der 1962 entstanden ist. Die Rückkehr des King Kong hieß er hier in Deutschland. Godzilla vs. Kong hieß er, glaube ich, auch im Original. Und es ist jetzt halt 59 Jahre her. Und dass hier so klassische Kaiju- oder eben Monster-Kino-Geschichte auf moderne Monster-Kino-Geschichte trifft, das hat mir schon ganz gut gefallen, weil mein Sohn kennt die alten Filme nicht. Mein Sohn kennt die ganze Historie nicht. Mein Sohn weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, dass diese beiden Monster gegeneinander angetreten sind. Und ja, der weiß, dass es halt moderne Godzilla-Filme gibt mit einem digitalen Godzilla und dass es einen modernen King Kong gibt mit einem digitalen King Kong und dass die halt schon irgendwo in der gleichen Welt existieren und jetzt zum ersten Mal gegeneinander kämpfen. Und mehr muss der nicht wissen. Mehr ist dem eigentlich auch, also alles andere ist dem auch egal. Aber er wird hier rangeführt. Und dann merkt man halt innerhalb des Films, wie sich halt auch schon immer mal wieder, sag ich mal, eben vor den Vorbildern verbeugt wird und wie eben gezeigt wird oder beziehungsweise wie eben, und da verstehe ich halt auch den Punkt, warum Kong hier so ein bisschen mehr hervorgehoben wird oder so ein bisschen mehr hofiert wird. Denn Godzilla war ja nun mal nichts anderes auch als eine Verbeugung oder eine, wie soll man sagen, eine Liebeserklärung an eben King Kong. Ja, ohne King Kong hätte es Godzilla nicht gegeben. Und da finde ich es legitim, dass Kong hier so gesehen ein bisschen besser wegkommt oder ein bisschen mehr
in Szene gesetzt wird als eben Godzilla. Ja, denn diese Fusion, wie gesagt, wäre ohne, also das eine wäre ohne den anderen nicht möglich und gleichzeitig kommt dann eben halt noch so ein bisschen japanische Tradition oder eben Kinotradition mit hinzu und das alles irgendwie zu verschmelzen, für ein junges Publikum aufzubereiten, dabei die alten, irgendwie alten Fans nicht außer Acht zu lassen anhand gewisser Anspielungen und Referenzen und dann noch so gesehen, ja, neues Element mit reinzubringen, nämlich eben mit dieser Frankenstein Kreatur namens Mechagodzilla, ja, wo halt jemand glaubt, er könne einen Gott erschaffen und dann an seiner eigenen Schöpfung jämmerlich zugrunde geht, beziehungsweise vernichtend zugrunde geht. Und ja, das auch noch on top, ja, on top auf all das, was hier schon geboten wird, muss ich sagen, ey, tiefen Respekt vor Kong vs. Godzilla, den ich jetzt dann halt, ja, und jetzt sind wir endlich mal beim eigentlichen Protokoll, den ich dann jetzt durch ganz neue Augen nochmal kennenlernen durfte. Also, ich werde jetzt hier Godzilla vs. Kong von A bis Z durchgehen, von Anfang bis Ende. Zwischenzeitlich werde ich vielleicht hier und da ein bisschen springen. Ich habe ja auch schon zu einigen Phasen im Film was gesagt. Da ist auch bei meinem Sohn nicht so wirklich viel passiert. Oder eben, ja, das haben wir einfach nur wahrgenommen, ohne großartige Reaktionen. Der Film ist auch nicht allzu lang im Vergleich zu einem Harry Potter, einem letzten oder einem vorletzten. Und dementsprechend wird das wahrscheinlich auch alles ein wenig schneller vonstatten gehen hier. Und es ging schon direkt los. Also das fand ich interessant, weil er hatte zu Godzilla deutlich weniger Fragen als jetzt zu Kong, weil er Kong halt noch gar nicht so kannte. Ja, also ich habe gar nicht realisiert, dass Kong für ihn ja noch deutlich mehr Neuland ist oder eben eine neue Figur ist, als eben Godzilla, dem ich ja schon ja, hier und da mal präsentiert habe oder zu dem er mich ja immer wieder Sachen gefragt hat und die ich ja immer wieder erklärt habe und so. Und deswegen, am Anfang hatte er wirklich viele Fragen. Ja? Dann ging es schon los. Ne? Kong wacht dann zu diesem schönen Song irgendwie auf seiner Insel auf. Oh, das ist Kong? Und dann auch so für mich einer der ersten Momente, wo ich dachte, oh Gott, das macht er jetzt nicht wirklich. Oder beziehungsweise das setzt jetzt Adam Wingard nicht wirklich in Szene. Dann steht er ja auf und geht in den Fluss. Und dann kommt von meinem Sohn, ha, der kratzt sich am Hintern. Ja. Und auch, ich dachte halt im Kino damals, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ich so, oh, oh, hoffentlich ist der Film gut, sodass ihm das nicht nochmal zum Verhängnis wird, dass er den Affen sich direkt in der zweiten Szene am Hintern kratzen lässt. So, ja. Weil da habe ich schon wieder irgendwie, keine Ahnung, da habe ich schon wieder die Empörungswellen gesehen, die sich darüber aufregen, dass hier so deplatzierter, infantiler Humor am Start ist und so, den man nicht braucht. Aber mein Sohn hat eben genau diesen infantilen Humor genossen und fand es lustig und ja. Und direkt darauf kam, ah, er duscht sich. Ja. Und dann reißt Kong den Baum raus. Das sieht cool aus. Oh, dann kommt dieser Vogel ins Bild. Da ist eine Drohne. Warum ist da eine Drohne? Und dann kommt das kleine Mädchen. Eine Szene, die ich tatsächlich als Fan der alten Filme schon irgendwie auch echt sehr süß fand. Ja, weil ich kenne um die Referenzen so ein bisschen. Und dementsprechend hat mich das nicht so gestört, dieses Verhältnis zwischen Kind und Affe oder Kind und Kong. Und mein Sohn offensichtlich auch nicht, der war direkt interessiert. Ist das seine Freundin? Lebt die da? Oh, sie hat eine Kong-Puppe. Er hat sich einen Speer gebaut, denn er hat ja diesen Baum ausgerissen, was ja cool aussah. Und dann schmeißt er diesen Speer da hoch und dann merkt man ja, okay, der steckt in einem gigantischen Käfig. Und mein Sohn direkt, oh, okay, realisiert, wie groß das Ding ist. Warum haben die den da gefangen? Und direkt gerafft, ah, das ist wie so ein Wildreservat, in dem wir heute waren. Tatsächlich waren wir am gleichen Tag, als wir den gesehen haben, waren wir in so einem Tierpark. Ja, also da konnten wir so Tiere füttern, die da halt frei rumgelaufen sind. Und ja, da haben wir uns halt so ein paar Päckchen Futter geholt und wie gesagt, da waren Rehe und so, die halt wirklich auf die Leute zugelaufen sind und sich haben bereitwillig füttern lassen und alle möglichen anderen Tiere. Also es war schon ein sehr offenes, freies Gelände. Und das hat er dann direkt gepeilt, dass es so eine Art Reservat sein muss. Ja, dann kommt ja auch schon direkt der Angriff von Godzilla. Und erstmal so ein bisschen Paperboy, Brian Tyree Henry, ich weiß nicht, wie er im Film heißt, ich habe den Namen vergessen. Aber ich nenne ihn halt
aufgrund von Atlanta nenne ich Brian Tyree Henry eigentlich generell Paperboy, weil ich finde, in dieser Rolle finde ich ihn so großartig. Und die hat er für mich geprägt. Oder beziehungsweise diese Rolle hat ihn für mich geprägt. Aber gut, Brian Tyree Henry macht da seine Spirenzchen und versucht den einen Typ da irgendwie abzulenken und irgendwie aufs Klo zu schicken und so. Und ich denke mir nur, oi, der ist aber doch ganz schön anstrengend. Und von links kommt dann nur, ich finde den cool. Gut. Und dann, ja, dann taucht Godzilla auf. Man sieht man ja nur die Zacken hinten aus dem Wasser ragen. Und direkt mein Sohn, oh, das sind nur die Stacheln. Ja, also er konnte gar nicht irgendwie in Relation setzen, wie groß das Vieh eigentlich ist. Und dann ist mir auch wieder aufgefallen, ja, okay, stimmt. Er hat den Film ja noch nicht gesehen, beziehungsweise er hat ja noch keinen anderen Godzilla-Film gesehen. Also schon gar nicht von den neuen. Und demnach, ja, war der Eindruck war groß. Und dann macht ja Wingard so einen, sag ich mal, doch schon relativ kuriosen Shot, dass er zeigt, wie das Maul so aufgeht und die Kamera ist richtig dran, also richtig nah dran und man sieht so hier diese Hautlappen, die im Maul sind, die halt den Kiefer auseinanderspannen lassen und mein Sohn meint nur so, oh, eklig, ja, und lehnt sich wirklich so zurück, so, also, aber war halt schon direkt drin. Also ich meine, Kong war schon dann, glaube ich, ein richtig guter Einstieg, wo er gemerkt hat, okay, diese Monster sind auch lieb, beziehungsweise können auch nett zu Menschen sein. Er ist ja mit dem kleinen Mädchen da gut befreundet. Also dementsprechend hat er da nicht schon direkt so eine Distanz. Da kommt natürlich Godzilla aus der Tiefe, in Dunkelheit und so. Ja, das ist dann schon wieder ein bisschen eindrucksvoller. Aber ich fand es erstaunlich zu sehen, wie unterschiedlich dann schon dieser Film halt eben auf so junge Augen gewirkt hat. Ja, also wie halt die richtige Atmosphäre und die richtige Herangehensweise oder die entscheidende Herangehensweise dann so ein Monster entweder zum netten Kumpel macht oder eben halt schon zu, da habe ich mir Respekt vor. Also schon zu einer, ja, Bedrohung will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber zu etwas, das Eindruck hinterlässt. Ja. Und natürlich die Frage, warum greift er die an? Ja. Klar, warum greift Godzilla Apex Cyberdelics? Nein, nicht Cyberdelics. Cybernetics, Entschuldigung. Warum greift Godzilla Apex an? Ja. Und dann. Wirklich, das war einer der ersten Momente, wo ich gedacht habe, wow. Ja, wo ich wirklich gedacht habe, wow, das mag jetzt so blöd und schnulzig klingen. Ich weiß. Aber mein Sohn hat einfach direkt gesagt, vielleicht ist er wütend auf die. Ja? Und auch die Augen bemerkt, die ja so ein bisschen leuchten, vor allem wenn er das Feuer speit, aber vorher auch, die haben halt so einen komischen Glanz drauf. Den hat er in dem bisherigen Film nicht gehabt. Und ja, ich fand das so faszinierend in dem Moment. Jetzt mag man denken, ja, warum? Was ist daran jetzt so besonders? Ich fand's, weil er kann es nicht wissen. Er hat keinen der anderen Filme gesehen. Er weiß nicht, dass Godzilla eigentlich als Retter der Menschen oder beziehungsweise Freund der Menschen so gesehen bekannt ist. Oder als, ja, wie soll man sagen, natürliches Regulierungsinstrument. Ja? Also das weiß er nicht, sondern er kennt nur Godzilla von mir und er weiß, dass Godzilla eigentlich, und ich habe ihm gesagt, Godzilla hat mal gegen die Menschen irgendwie gekämpft und beziehungsweise es hat die Menschheit angegriffen und mal hat er die Menschheit verteidigt und hat halt für die Menschen gekämpft. Und diese Information hat er. Und er geht gar nicht großartig davon aus, dass Godzilla jetzt hier irgendwie aus Lust und Dollerei diese Firma plattgewalzt hat, sondern er ahnt nach nur einem Angriff, dass Godzilla nicht umsonst angreift. Ja, also dass der schon irgendwie einen Plan hat. Und das fand ich so faszinierend, weil anhand der Informationen, die ich ihm bislang gegeben hatte, weiß ich nicht, kann er es nicht irgendwie verstehen, also würde ich jetzt nicht verstehen, wie er ausgerechnet auf den Gedanken kommt. Aber es muss für ihn in seiner Welt absolut logisch gewesen sein, dass Godzilla irgendeinen Grund hat, um diese Firma anzugreifen. Und das fand ich richtig geil. Ja. Dann kommt die Szene, wo Paperboy sich dann irgendwie unten in die Gänge schleicht und dann von so Wachleuten aufgegriffen wird und direkt auch wieder, dann kommt dieser Strahl von Godzilla durch die Wand und jetzt werden die beschossen. Ja, und er meint damit die Wachleute, die dann halt von dem Feuer irgendwie weggerissen werden. Und ja, dann sieht man Herrn Skarsgård, ja, der von
Mr. Simmons, von dem Jan Bashir aufgesucht wird, um halt diese Expedition in die Hohlerde zu starten. Ja. Und auch hier wieder, ja, also ja, das ist alles vielleicht eine hanebüchende Geschichte und beruft sich auf Theorien, die noch kein Mensch irgendwie ansatzweise ernsthaft widerlegt hat oder beziehungsweise bestätigen konnte. Und, oder beziehungsweise sich ernsthaft darum Gedanken gemacht hat, das zu widerlegen. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit der Theorie nicht so wirklich aus. Auf jeden Fall, das, was erklärt worden ist, habe ich noch gedacht, Also es sind ja schon eine Menge Informationen, die jetzt hier preisgegeben werden, auch noch mit dem Bruder, der dann bei der ersten Expedition verschollen ist und so. Und war dann auch wieder überrascht. Also wirklich, ich war wirklich überrascht, weil dieses ganze Hohlerde-Thema hat mein Sohn erstaunlich schnell gerafft und meinte wirklich zu mir so, nachdem er das alles gehört hat, ich stelle mir das vor, O-Ton, ich stelle mir das wie eine Nuss vor, um die noch eine Schale ist. Und die Hohlerde ist der Kern. Ja? Also, keine Ahnung, das sind die Momente, da sitze ich dann halt stolz und beeindruckt daneben so. Also ich, stolz ist immer so ein Ding, aber ich fand es halt wirklich, diese quatschige Story, wo ich noch gedacht habe, oh Mann, ey, was erklären die denn da die ganze Zeit für einen Mumpitz? Das kriegt doch, das schnallt doch keiner mit, ist doch vollkommen egal. Er sagt, da ist irgendwie eine Erde in der Erde und fertig. Aber es hat trotzdem, sage ich mal, meinen Siebenjährigen nicht irgendwie irritieren können oder so. Der hat es einfach im Prinzip, zack, erklärt, beziehungsweise gerafft. So, ja. Und dann sieht man ja auch schon, wie Kong dann abtransportiert wird und mein Sohn. Und da muss man sagen, ja, da fängt es aber schon an. Ja. Mein Sohn dann so, Alter, die spinnen, ja. Weil Kong auf dem Schiff liegend gezeigt wird. Also er konnte nicht fassen, dass Kong mit einem Schiff irgendwie irgendwo hingefahren wird. So, ja. Und dass der auch noch auf dem Schiff liegt, weil er sich da nicht so richtig bewegen kann. Und auch direkt die Frage, schläft er oder ist er betäubt? Was in seiner Welt wohl ein Unterschied ist. Aber gut. Ja, dann gibt es dieses Geplänkel mit der Tochter von Simmons, beziehungsweise sie landet dann ja auf dem Schiff und dann gibt es nochmal so einen Dialog über Kong und ich glaube, Rebecca Hall sagt dann irgendwie, ja, Kong beugt sich vor niemanden und so. Und mein Sohn dann wieder von links. Ich dachte, dass er sich niemanden beugt, heißt, dass er sich niemanden ergibt. Ich sage, ja, hast du recht. Weil er schon irgendwie nicht verstanden hat oder beziehungsweise schon gedacht hat, die meinen, er verbeugt sich wirklich so. Ja, aber natürlich geht es da ja eigentlich um das Image beziehungsweise um halt einfach, wer ist hier der Alpha? Also um den Revierkampf, den Platzhirsch, die Platzhirschposition. Und auch hier wieder, ja, die brabbeln und brabbeln so, dass ja, dass das eigentlich wieder viel zu viel ist und viel zu lang. Und mein Sohn wurde dann halt auch tatsächlich unruhig, beziehungsweise da wurde dann auf dem Schiff, wurde ihm dann auch bewusst, dass vor allem nur Kong zu sehen war. Und was auch direkt kommentiert wurde, das ist so, glaube ich, nach 34 Minuten, glaube ich, ja, dann, wann kommt denn endlich mal Godzilla, war dann die Frage so. Und da sage ich dann halt einfach, bitte, liebe Produzenten, ihr braucht diesen ganzen Zinnober, den braucht ihr eigentlich nicht. Ja? Also wenn ihr wirklich kleine Jungen und also auch kleine Jungen begeistern wollt oder beziehungsweise ein Level ansprechen wollt, das deutlich breiter ist als, keine Ahnung, 19 bis 37 oder sowas, dann braucht man das nicht. Ja? Da kann man wirklich schneller oder deutlich schneller zur Sache kommen. Also ich sage, ich konnte bis zu diesem Zeitpunkt noch gut damit leben, weil ich wusste ja, sobald er auf dem Schiff ist, muss ja dieser Kampf kommen. Das haben wir ja alle anhand der Trailer gesehen. Aber mein Sohn, wie gesagt, kennt zwar die Trailer, aber der weiß natürlich nicht irgendwie, wie so ein Film naja, in drei Akte aufgegliedert ist oder sonst irgendwas. Für den passiert was und entweder das dauert zu lang oder das dauert oder ist zu schnell. Ja? Und er möchte es eigentlich gerne nochmal sehen oder er hat es nicht richtig mitbekommen. Und solche Phasen, wie sie halt dann bis dato in GVK, sage ich mal, betrieben worden sind, die strecken den Film. Und das unnötig. Ja? Aber dann kommt ja, Gott sei Dank, ja, Godzilla sei Dank, kommt dann endlich die atomare Riesenechse. Und ab dann, wirklich, ab dann, Freunde, das sind die Momente, die dann auch wieder Freundinnen und Freunde, Entschuldigung, aber dann, ab dann, das sind die Momente wirklich, die machen mir einen so ungeheuren Spaß. Der war auf einmal, war der so drin, wenn Godzilla dieses halbe Kriegsschiff hinter sich herzieht, ja.
richtig angespannt auf die Knie, auf der Couch so und dann so direkt belustigt, ha, als wäre es ein Gummibärchen. Wann auch immer er jemals mal so ein Gummibärchen hinter sich hergezogen ist. Also hinter sich hergezogen hat. Ja. Und ja, dann kommen sie endlich und dann treffen sie aufeinander. Und mein Sohn hält es nicht mehr auf dem Sitz. Wirklich, es hält ihm nicht mehr auf den Sitz. Dieser erste Schlag, ich weiß nicht, oh ja, ob es, ich glaube von Kong, ja doch, ich glaube es ist von Kong. Kong haut ja Godzilla richtig eine rein, wenn er sich so richtig, wenn er sich das erste Mal auf diesem Flugzeugträger aufgerichtet hat. Und mein Sohn, boah, ja, das kriegst du zurück. Geht halt mit, boxt halt mit, ja, ist wirklich on fire, wenn sie dann auch von Schiff zu Schiff springen. Zwei Schiffe auf einmal zerstört, ja. Und ja, also ist wirklich absolut in seinem Element, wenn hier diese beiden Monster gegeneinander boxen. Also ich glaube auch, das ist so etwas, was ich mir auch dann früher so in der Fantasie oder eben mit meinem Spielzeug vorgestellt habe. Ja? Du hast irgendwie, keine Ahnung, du hast einen Godzilla, du hast einen King Kong, du hast, weiß ich nicht, einen He-Man, du hast einen Skeletor, du hast, weiß ich nicht, wie sie alle heißen, diese ganzen Fantasy-Action-Serien, die es damals alle so gab. Du hast irgendwelche Monster und du lässt sie irgendwie gegeneinander antreten, wie auch Toy Story ja schon gezeigt hat. Weißt du, du hast hier den Helden und du hast da den Bösewicht, egal ob die irgendwie zueinander gehören und batz, batz, batz. Du lässt sie miteinander kämpfen. Und ich glaube, das ist das. Du hast diese kindliche Fantasie, du hast diesen Drang, irgendwas gegeneinander antreten zu lassen. Und das siehst du jetzt auf der Leinwand ausgebreitet. Also wir haben halt eine Leinwand zu Hause und dann haben wir den Film auf der Leinwand geguckt natürlich. Und ja, du siehst es da oben auf diesem Bildschirm und es ist so, es ist wirklich so, wie du dir es vorgestellt hast. Und es, ich muss ja auch sagen, es ist so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, wie schon immer mal so ein Kampf sein sollte. Wirklich, die, wow, mit Wucht und richtig schön in Slow-Mo schenken die sich einer ein. Und ja, er ist on fire, ich bin on fire, weil er so on fire ist und gleichzeitig merke ich, oh, ich kriege aber auch wieder Gänsehaut, wenn das so aufeinander bumst. Ja? Und oh, super, super. Ja, und dann tritt ja erstmal wieder ein bisschen Ruhe ein, beziehungsweise dann tritt der Film ja erstmal wieder so ein bisschen auf die Bremse. Das ist für mich dann auch, glaube ich, die schwierigste Phase, sowohl jetzt als jemand, der den Film schon dreimal gesehen hat, als auch eben für meinen Sohn. Denn da ist jetzt nicht mehr allzu viel passiert, beziehungsweise das, was passiert, wird ja immer wieder durchsetzt mit der Story von Brian Tyree Henry und Millie Bobby Brown. Und da, ja, wie gesagt, hält sich die Euphorie in Grenzen. Also da hat mein Sohn nicht mehr so viele Reaktionen gezeigt. Allerdings natürlich dann doch, als sie die Hohlerde betreten. Ja, das war dann auch wieder ein einziges Staunen. Gerade dieser Eintritt, wenn sie dann durch dieses Loch fallen und dann plötzlich alles schwarz ist und dann kommt dieser langgezogene, ja, Lichtblitz, aus dem sie da rausschießen. So. Also das war schon boom, auch gerade im Heimkino ein richtig guter Soundeffekt, ja, muss man mal sagen. Und der hat auch dank der Tonspur ordentlich gedrückt. Also dementsprechend war mein Sohn plötzlich wieder Und da in dieser Phase, ja, sowohl jetzt in der Hohlerde als auch mit Millie Bobby Brown in der Apex-Anlage, das waren für mich so die Phasen, wo ich dann meinem Sohn doch schon hier und da mal die Augen zugehalten habe. Ja, also wirklich, ne? Die kommen da in dieser Hohlerde an und mein Sohn kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Der fand das so toll, dass da halt an der Decke oder eben oben die Berge noch zu sehen waren und so. Und auch wenn dann Kong, auch ein Moment, wo ich gedacht habe, ey Wingard, kannst du das ernsthaft machen? Ey, wenn der Film wirklich, wenn der floppt, und irgendwie, wenn der von allen wieder gehasst wird oder wenn der von der Mehrheit wieder gehasst wird, dann kannst du doch nicht so eine Szene machen, wie Kong da plötzlich schwerelos durch diese Hohlerde schwebt. Ja, also wir hatten doch schon Prinzessin Leia im All. Jetzt mach doch hier nicht auch noch so eine Aktion. Und mein Sohn, dem war das vollkommen egal, der fand das richtig cool. Der fand das richtig cool, dass er da schwebt. Und ich muss auch sagen, das sind diese Momente, wo ich denke, das ist schon wieder so ein Quatsch. Ja, das ist der Camp, den sich so ein Film dann erlauben muss, um sich vielleicht so ein bisschen auch von der eigenen Ernsthaftigkeit abzusetzen. Ja, um halt eben zu zeigen, ey, wir wollen hier auch ein bisschen Quatsch zelebrieren. Wir wollen hier ein bisschen Quatsch genießen. Wir wollen auch mal zeigen, irgendwie, weiß ich nicht, wie schön es sein kann, wenn ein 300.000 Tonnen Koloss irgendwie durch die Gegend schwebt mit sehr vielen Haaren. Aber und dann auch wieder, ne?
war dann mein Sohn so fasziniert, dass er richtig ergriffen war. Also wirklich, der war dann richtig traurig, dass Kong feststellen musste, dass keine mehr, also keiner seiner Art mehr dort unten existiert. So, das ging denen ans Herz. Und da muss ich sagen, okay, dann hat der Film es geschafft, dass Kong hier wirklich als der entscheidende Charakter etabliert wurde, beziehungsweise als der entscheidende, zum entscheidenden Charakter gemacht worden ist. Ja. Aber hier auch in dieser Hohlerde war dann halt die Szene, in der Kong diese beiden fliegenden Viecher, ich weiß ihre genauen Namen oder Bezeichnungen nicht, die reißt er ja entzwei, beziehungsweise die macht er ja richtig schön fertig und dem einen beißt er ja dann auch, oder reißt er den Kopf ab und beißt dann da rein. Da habe ich mir gedacht, nee, das muss jetzt nicht unbedingt sein, weil ich das irgendwie auch Quatsch finde, dass man hier irgendwelche CGI-Kreaturen zerfetzt und das als irgendwie harmloser betrachtet, als würden es irgendwie echte Tiere sein, die irgendwie zerfetzt werden oder so. Also da verstehe ich nicht immer, wie man da so denkt oder ob man immer glaubt, dass Kinder das so voneinander trennen. Denn die Gewalt ist die gleiche. Ja, ob sie jetzt nun an einem echten Tier vollzogen worden wäre oder eben halt an diesen Fantasiekreaturen. So. Und das ist etwas, was ich nicht ganz verstehe. Und mein Sohn war da auch so, der hat diese Riesenviecher gesehen, diese Drachen, und hat schon mitgekriegt, dass sie schon deutlich ernster unterwegs sind und hat auch dann bereitwillig gesagt, ey, hier, komm, halt mir die Augen zu, ich möchte das nicht sehen. Okay, haben wir gemacht. Und auch die Szenen bei der Apex-Anlage, wo Millie Bobby Brown, Brian Tyree Henry und ihr Kollege, dessen Namen ich leider vergessen habe, es tut mir sehr leid, der junge Mann aus, ich glaube, Deadpool 2. Er ist, glaube ich, bei Deadpool 2 dabei und hat bei dem Taika Waititi-Film mitgespielt, Where the Wilder People Are oder so, glaube ich. Ja, den finde ich auch eigentlich recht coolen jungen Darsteller. Und naja, trotzdem muss ich sagen, wenn sie in dieser Arena sind und die Skullcrusher da rauskommen und Mechagodzilla seinen ersten Test macht, das waren auch so Momente, wo ich erstmal gesagt habe, warte mal, bis jetzt hier ein bisschen wieder Leichtigkeit reinkommt oder eben halt diese Skullcrusher nicht mehr auseinandergefetzt werden. Da habe ich ihm auch dann die Augen zugehalten, beziehungsweise habe ihm dann so ein bisschen auch die Ohren zugehalten, weil es waren ja auch schon ein paar, ja, wieder mal akkurat hervorgebrachte, aber auch schon anstrengende Sounds, die hier über die Lautsprecher ertönt sind. Und ja, das waren so die Momente, die ich halt schwierig fand für einen 7-Jährigen. Und deswegen habe ich dann versucht, ihm da möglichst wenig Informationen zu geben. Aber er hat dann halt am Ende Mechagodzilla gesehen und war gar nicht so überzeugt von ihm. Der hat gemeint, er sieht nicht aus wie Godzilla. Ja. Und dann war das aber auch nicht mehr so wild, weil den hat man ja erstmal nur einmal gesehen. Aber dann kam ja die Axt ins Spiel. Und die Axt. Ja, also ich dachte auch, oh, lieber Mr. Wingard, ob das so eine gute Idee war, dem Affen jetzt die Axt in die Hand zu geben. So, ja, also das könnte doch, weiß ich nicht, entweder aus Fansicht gesehen einfach als unfair daherkommen oder eben, sage ich mal, aus ironisch distanzierter Sicht irgendwie als lächerlich, weil was will denn der Affe mit der Axt? So, dass die Axt aber aus einer Schuppe von Godzilla besteht, fand ich ja wieder einen ganz netten Twist. Und der hat auch bei meinem Sohn richtig, ja, richtig gut gezündet so. Also die Axt war einfach ein ganz, ganz, ganz entscheidender Bestandteil daran, dass mein Sohn irgendwann mal mich fragte, wie cool ist Kong? Also es war eine rhetorische Frage. Also für ihn war Kong jetzt einfach der coolste in diesem Film. Aber, und dann nähern wir uns ja dem Endkampf, der ja wirklich echt lang ist. Man muss es ja sagen, es sind ja irgendwo zwischen 30 und 40 Minuten, ja, mit kleineren Pausen und so und Auf- und Abschwellen der Dramaturgie, das verstehe ich schon. Aber alles in allem, ja, wenn Godzilla da in Hongkong aufläuft, das ist, glaube ich, das sind fast, also das sind auf jeden Fall mehr als 30 Minuten. Ja? Und da muss ich sagen, großartig, dass man wirklich genau so viel Zeit oder wirklich viel Zeit für das verschwendet hat, weswegen ich ja da ins Kino gehe. Ja? Also weswegen ich diesen Film sehen will. Dass die sich halt in der finalen Schlacht richtig gut auf die Omme geben. Dass man jetzt hier den Batman wie Superman-Trick rausholt und die beiden miteinander gegen eine noch größere Bedrohung antreten lässt, I don't care. Ja, haben die alten Filme auch gemacht. Wirklich, haben die alten Filme auch gemacht. Ich hatte ja eine andere Theorie, dass Mechagodzilla ja tatsächlich der Godzilla ist, der die ganzen Apex-Firmen angreift, aber es hätte nicht so wirklich Sinn gemacht, beziehungsweise es hätte nur insofern Sinn gemacht, wenn Mr. Simmons, also Damian Bashir,
wenn der all seine Firmen schon abgeschrieben hätte, versicherungstechnisch, und dann halt, ja, sie hat vernichten lassen durch einen gefakten Godzilla, durch einen getarnten Godzilla, weil so war es in einem der alten Filme, dass ein Godzilla hat alle möglichen Sachen angegriffen und dann stellt man fest, ey, plötzlich taucht noch ein zweiter Godzilla auf und der, der die ganze Zeit alles kaputt gemacht hat, wird gerüstet und man stellt fest, darunter befindet sich Mechagodzilla. Also es war nur so eine Art Haut, eine Kostümierung. Und ich hatte Ähnliches vermutet für diesen Film, ja. Ich meine, es wäre auch nicht viel quatschiger als das Ganze mit der Hohlerde, also bitte. Gut, nur so viel dazu. Und dann boxen die sich da halt eben durch die Metropole und wirklich mit der Axt, die Szene, wenn er auf ihn, das war wirklich ein, also das war für ihn der Moment, ja, wenn Kong mit dieser Axt auf Godzilla springt, das ist sein Highlight, ja. Und auch da wieder, er ist vom Sofa aufgesprungen, ja, und wirklich war so drin, hat wirklich so mitgefiebert, ja, wollte dann tatsächlich, und das war auch krass, ja, ich meine, wo ich da sitze als langjähriger Godzilla-Fan und mir denke, ja, cool, Godzilla schleift Kong über den Boden, beziehungsweise schnappt so nach ihm und Godzilla, und Kong rutscht so nach hinten weg und versucht sich so in Sicherheit zu bringen und dann, bam, packt ihm Godzilla so die Pranke oder den Fuß auf die Brust und mein Sohn, ja, oh nein, aber Kong, und den tat Kong richtig leid, aber man hat auch schon wirklich einen moralischen Zwiespalt gemerkt, dass er nicht so genau wusste, ich finde ja Godzilla eigentlich auch cool, aber er wollte nicht, dass Kong jetzt so wirklich ernsthaft verletzt wird, ja, und war halt am Ende Team Kong und ich habe es voll verstanden, ich war ihm nicht böse oder sonst irgendwas, ich meine, wäre auch noch schöner, aber nein, also ich habe es wirklich vollkommen verstanden, warum der jetzt auf Seiten des Affen war. Und ich hingegen, als langjähriger Godzilla-Fan, ich fand es halt cool, nachdem Kong halt schon so die ganze Zeit zum eigentlichen Protagonisten des Films gemacht worden ist, dass hier Godzilla halt nochmal Time to Shine hatte. Also beziehungsweise, dass Godzilla hier nochmal seine Stärke und seine Macht irgendwie demonstrieren konnte und dann halt eben einmal klar gezeigt hat, okay, wer ist hier der King im Ring? Und das hat mich halt zufriedengestellt, das hat mich halt befriedigt. Das fand ich einen guten Lösungsansatz, beziehungsweise einen guten Kompromiss, der hier gefunden wurde. Denn dann kommt halt Mechagodzilla und sie schaffen es nur gemeinsam. Ich meine, jetzt wird Godzilla von Mechagodzilla natürlich echt rund gemacht. Auf der anderen Seite kann man sagen, naja, auch also Godzilla hat jetzt schon Kraft gebraucht, um gegen Kong überhaupt bestehen zu können. So. Also Kong hat deutlich mehr Zeit, um sich auszuruhen, beziehungsweise wird ja auch nochmal per, was ist das, Antrieb oder eben per Energiequelle, die da aus der Hohlerde geholt worden ist, nochmal reaktiviert, so, also kriegt mehr als eine Ladung, ja. Er kriegt halt sowohl die Ladung durch die Menschen, wo ich dann sage, ja, okay, hier akzeptiere ich eben den Anteil an menschlichem Einfluss. Das ist auch immer wieder in den alten Filmen passiert, dass dort Menschen irgendwie ein paar Dinge in Gang gesetzt haben oder geregelt haben. Also sowohl Millie Bobby Brown und ihr Gefolge, als auch Herr Skarsgård und Frau Hall, die ja jeweils dazu beitragen, dass der Kampf gut für die beiden Hauptprotagonisten ausgeht. Und das finde ich in Ordnung. Das finde ich wirklich in Ordnung. Man hätte auch Mittel und Wege finden können, dass beide aus eigener Kraft oder aus völlig eigener Kraft gegen Mechagodzilla bestehen. Aber hey, come on, dafür sind die Darsteller da, das können sie machen. Das muss nicht jedem gefallen, das verstehe ich auch. Aber es ist jetzt auch etwas, das schon sehr oft in Godzilla-Filmen aufgetaucht ist. Und demnach kann ich damit leben. Kong kriegt irgendwie zwei, sag ich mal, Energiespritzen. Einen durch die Menschen und einen halt eben von Godzilla selbst durch die Axt. Damit ist er in der Lage, Mechagodzilla fertig zu machen. Das heißt, der eine konnte nicht ganz ohne den anderen. Und am Ende, ja, kloppen sie ja gemeinsam auf einen, beziehungsweise machen sie einen gemeinsamen Rund. Und das sind dann auch wieder Bilder, da geht halt mein kleines Kindherz auf. Und ja, mein Sohn, wie gesagt, war ebenfalls wirklich, wirklich angetan. Und fand es cool, dass die am Ende Freunde waren. Und dass, ja, Godzilla nicht nochmal extra oder noch ein weiteres Mal auf Kong irgendwie draufgekloppt hat. Oder nochmal ihn angreifen wollte. So. Aber, und jetzt kommt wieder ein Punkt, an dem, ja, schlägt mein Vaterherz auch wieder etwas höher. Und die eine oder der andere aufmerksame Zuschauerin, Zuschauer, wird vielleicht in Erinnerung haben, dass meinem Sohn ja schon Musik erstaunlich wichtig ist. Ja, also dass er halt schon eine gewisse Aufmerksamkeit auf die Musik legt.
Und diesmal kam halt auch wieder ein Satz zur Musik. Er sagte zu mir nach dem Film, schade, dass immer nur eine Musik kommt, wenn jemand angreift. Nicht so wie bei Star Wars, da kommt immer unterschiedliche Musik. Ja? Und auch das wieder, ja, das finde ich einfach nach wie vor faszinierend, dass eben solche Dinge jetzt schon so wichtig sind. Und zum Schluss meinte er, richtig cool. Also er fand den Film wirklich richtig cool. Und er hat mich jetzt auch schon wieder ein paar Mal gefragt, ob wir den nochmal gucken können. Und ich meine, ich freue mich ja. Aber es ist halt Godzilla vs. Kong. Ich würde ihm so viele andere Filme gerne noch vorher zeigen. Aber keine Panik, wir sind mit dem vierten Harry Potter Band durch, haben jetzt den fünften angefangen, das heißt, wir werden auch bald schon mal, jawohl, ich will mit dem vierten noch ein bisschen warten. Ich hoffe, ich kann den rauszögern, vielleicht muss ich irgendwas anderes vorschieben, aber da findet sich schon was. Egal, auf jeden Fall kommen wir zurück zum Thema GVK, richtig cool. Alles, was er sich erhofft hat, dass sie sich so ineinander verkeilen und dass sie sich so boxen und die Axt und Godzilla hat die aufgeladen und dann hat Kong den zerschmettert. Also der war wirklich hellauf begeistert. Er hat alles gekriegt, was er wollte. Und er mochte auch die Riesenspinnen in der Hohlerde. Und da habe ich erst überlegt, was meint er denn jetzt? Das sind dann irgendwann so Viecher, die da halt nochmal rumkraucheln und die werden dann noch von einer anderen Echse irgendwie gefressen. Und meinte nur Innenplanet, sage ich dazu. Also so nennt er jetzt die Hohlerde. Ja, und das ist das Fazit. Also er fand den Film wirklich, wirklich cool. Es war genau das, was er sich erhofft hat, was er sich vorgestellt hat. Und er möchte ihn nochmal sehen. Und tatsächlich ist das einer der wenigen Filme, bei denen er mich jetzt richtig nochmal gedrängt hat. Also es gibt zwei, drei Filme bisher, wo er halt wirklich so hinterher war, den nochmal zu sehen. Einer davon war ein Star Wars Film. Einer davon war, ja, ich glaube, einer der Harry Potter Filme, den wollte er nochmal gucken. Und jetzt Godzilla vs. Kong. Also da ist er wirklich doch beeindruckt gewesen. Und ja, ich hoffe, den einen oder anderen konnte das zumindest ein wenig erfreuen. Oder die eine oder andere. Ja, und im Grunde genommen, das war's zu meinem, ja, Daddy-Kino passt jetzt nicht mehr ganz. Ich würde sagen, mit meinem Daddy-Kino to go. Denn ja, ich kann noch ein bisschen was zum Bild, zum Ton und zu den Extras der Blu-ray erzählen. Also rein optisch, und ich mach's auch kurz. Ich habe jetzt schon wieder lange genug geredet. Die Schärfe ist super. Ja, die Kontraste, die Schwarzwerte, also wirklich der Detailreichtum, alles stark. Kann man hier sich wirklich nicht beschweren. Es gab hier und da mal so ein paar Flächen, die haben ein bisschen überstrahlt. Aber das ist so selten aufgetreten. Da fällt mir ansonsten nichts mehr zu ein. Also es ist wirklich ein knackscharfes und wirklich schön anzuschauendes Bild. Ja, die digitalen Effekte sind vielleicht mal hier und da ein bisschen weicher oder fallen etwas weicher aus, aber das ist halt ja nichts Neues. Also das kennt man halt von so vielen anderen Filmen. Und akustisch wird hier auch eine Menge geboten, denn das ist hier eine Dolby Atmos True HD Spur irgendwie und wird dann aber auch nochmal als 5.1 digital, Dolby Digital angeboten und als Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, was weiß ich. Also ist auf jeden Fall eine Menge los auf den Boxen. Und wirklich, also am Anfang geht es schon los, aber dann auch gerade, wenn Godzilla und Kong zum ersten Mal aufeinandertreffen, wenn dann die Schiffe knarzen und der Strahl irgendwie durch die Flugzeugträger irgendwie brennt und irgendwie Flugzeuge runterrutschen unter Wasser, irgendwie das Blubbern. Das ist alles wirklich, wirklich... Oh. Es ist ein Feuerwerk, ja. Hier und da wird mal der ein oder andere Dialog verschluckt vom Getöse, aber alles in allem wirklich eine fantastische Tonspur, die halt Fund hat, die wirklich den Sitz vibrieren lässt, wenn man eben den Subwoofer entsprechend laut aufdreht und dann auch wirklich so, also wirklich ein Fund und dann auch so richtig schön verortbar, also wo es irgendwie herkommt und da diese Szene, wenn sie das erste Mal in diese Hohlerde eintreten und in dem Schwarzbild dann dieser Fum, ich kann diesen Sound gar nicht beschreiben, ich wüsste gar nicht, was ich da sagen soll, so ein Tiefdruckbass, ja, wenn der dann irgendwie durch die Boxen knallt, also wirklich sauber, ja. Extras gibt es ein paar, ist jetzt aber auch nicht allzu wild, es gibt einen Audiokommentar von Adam Wingard, den habe ich mir jetzt nicht angehört, weil, ja,
Den habe ich jetzt halt nur mit meinem Sohn zusammen geguckt und dann nicht nochmal. Und dabei wollte ich jetzt keinen Audiokommentar hören. Aber den gibt es und dann gibt es noch so ein paar Featurettes, die sich aus ja, vor allem vielen Erklärungen zu Godzilla und Kong zusammensetzen. Also es gibt zwei Clips zu Godzilla, die so ein bisschen auf die Historie eingehen und dann auf die, das Design und so weiter, also auf Godzilla allgemein. Und das gleiche gibt es dann auch nochmal für Kong. Und dann gibt es noch, glaube ich, ein, zwei Featurettes eben zum generellen Film und auch zu Mechagodzilla. Aber da ist nichts wirklich essentiell oder wirklich tief. Also es sind eher so Promo-Clips zwischen 5 bis 10 Minuten Länge. Ob man die jetzt gesehen hat oder nicht, ja, kann man sich angucken, aber da gäbe es schon ja, detaillierteres, würde ich sagen. Also da könnte man schon bessere Making-ofs anbieten. Ich hoffe, in irgendeiner der späteren Veröffentlichungen wird noch mal ein bisschen mehr dazu angeboten, denn ja, das interessiert mich schon, wie hier das eine oder andere gemacht worden ist. So, und das war es an dieser Stelle mit Daddy Kino to go. Ja, das war so ein kleiner Hybrid, aber nach all der Zeit habe ich mir gedacht, komm, passt das doch ganz gut. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns auch beim nächsten Mal, entweder bei Kino to go oder eben bei Daddy Kino oder ja vielleicht auch bei Genre Geschehen. Aber da können wir uns noch hören. Gut, aber ihr wisst Bescheid. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.